Echisen, ich habe den Bericht für das Systemdesign fertiggestellt. Kannst du ihn für mich durchsehen? Während ich meine Arbeit erledigte, wurde ich, Hayato Echisen, von meiner zierlichen Vorgesetzten Arisu Asahina angesprochen. Sie ist 2 Jahre älter als ich und derzeit meine Projektleiterin. Ich hab's. So wenig enthusiastisch wie immer. Bist du dir sicher? Vergiss nicht, es dir anzuschauen. Ich bin schon dabei. Ich mache mir Sorgen. In dieser Firma bin ich dafür bekannt, ein nutzloser Mitarbeiter zu sein. Ich gehe immer pünktlich nach Hause und frage nie nach mehr Arbeit, wenn ich mit meiner fertig bin. Letztendlich mache ich nie ein Hehl daraus, wie überarbeitet ich bin, also ist mein Ruf wohl gerechtfertigt. Ich bin bekanntlich unmotiviert, es macht die Sache so einfach. Ich muss keine zusätzliche Arbeit übernehmen, für die ich nicht verantwortlich bin, und ich kann pünktlich gehen. Auch wenn ich es ruhig angehe. Ich bin nicht an Beförderung und all dem interessiert. Ich bin glücklich, wenn ich für den Rest meines Lebens so bleiben kann. Hey, du Nichtsnutz. Oh, du bist der Chef. Weißt du, dass das, was du mich gerade genannt hast, nach Machtmobbing stinkt? Das ist mein Abteilungsleiter, der für seine extreme Bevorzugung berüchtigt ist. Er ist auch dafür bekannt, dass er die Frauen belästigt. Ich habe sogar schon widerwärtige Gerüchte gehört, dass er weibliche Angestellte betrunken macht und mit nach Hause nimmt. Aber niemand beschwert sich, weil er seinen Job nicht verlieren will. Das macht nichts, wenn es die Wahrheit ist. Ich sollte dir sagen, dass ich immer alle mir aufgetragenen Arbeiten erledigt habe und noch nie einen Termin verpasst habe. Das liegt nur daran, dass Asahina dich zu viel durchgehen lässt. Du hast von allem am wenigsten zu tun. In der Tat, Sir. Und was brauchst du? Du, wenn du dich nicht ein bisschen zurückhältst, kann ich dafür sorgen, dass du hier nicht mehr arbeiten kannst, verstehst du? Dann mach bitte weiter. Wenn ich gefeuert werde, kann ich mir einfach einen neuen Job suchen. Wenn ich mich richtig erinnere, wurdest du erst vor 1 Jahr eingestellt. Ich wette, du wurdest bei deinem letzten Job gefeuert, weil du genauso nutzlos warst wie jetzt. Du hast wirklich eine blühende Fantasie. Ah, dieser Hurensohn. Chef? Entschuldigen Sie, aber es gibt ein dringendes Dokument, das Sie sofort bestätigen müssen. Asahina, kann man das nicht auf etwas später verschieben? Der Kunde hat gesagt, dass er es so schnell wie möglich haben will. Also würdest du bitte... Wenn es um Echisen geht, werde ich ihm später eine strenge Rüge erteilen. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Hey, du Nichtsnutz, ich lasse dich erstmal laufen. Du solltest Asahina dankbar sein. Yes, Sir! Das... Kommen Sie, Sir. Wir müssen gehen. Du musst es auch schwer haben mit so einem Untergebenen. Ganz und gar nicht. Er ist sehr effizient und immer eine große Hilfe. Du bist wirklich ein gutes Mädchen, Asahina. Wie wäre es, wenn du heute Abend etwas mit mir trinken gehst? Betrachte es als meine Belohnung dafür, dass ich die ganze Zeit so hart gearbeitet habe. Eigentlich bin ich mit meiner Arbeit noch nicht fertig und ich wollte heute Überstunden machen. Sei kein Spielverderber, wir können es zu einem Date machen. Aber... Wie schrecklich für sie, dass der Chef sie so sehr ins Visier genommen hat. Allem Ernst. Auch wenn du ihn nicht magst, solltest du ihn nicht absichtlich provozieren. Mehr als 10 Minuten später kam Asahina wütend zurück. Tut mir leid, das kam einfach so raus. Danke für die Ablenkung. Nun, es gehört zu meinem Job, auf meine Untergebenen aufzupassen. Wollt ihr beide etwas trinken gehen? Nein, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was er mir antun wird. Die Tatsache, dass sogar jemand, der so nett ist wie Asahina, so etwas über ihn sagt. Nun, das macht er ziemlich regelmäßig. Da ist es nur natürlich, dass sie auf der Hut sein muss. Und trotzdem kommt er schon so lange damit durch? Er ist immer noch der Leiter unserer Abteilung, weißt du? Keiner will ihn zum Feind haben. Es wäre schön gewesen, wenn jemand, der dazu fähig ist, unsere Abteilung tatsächlich geleitet hätte. Was für eine Verschwendung. Hey, willst du heute was trinken gehen? Hä? Asahina, du kannst trinken? Jetzt schaust du einfach auf mich herab? Du weißt doch, dass ich älter bin als du, oder? Das war nur ein Scherz. Obwohl ich eigentlich ziemlich überrascht bin. Du bist gemeiner, als ich dachte. Aber viel wichtiger ist, bist du dir da sicher? Du hast deinem Chef gerade gesagt, dass du Überstunden machen musst. Nun, das stimmt. Und es macht sowieso keinen Spaß, mit mir zu trinken. Aber das ist mir egal. Ich habe mich nur gefragt, ob es einen Grund gibt, warum du so wenig Lust auf die Arbeit hast. Ich habe dich auf einen Drink eingeladen, weil ich es wissen will. Diese Person, sie ist viel zu nett. Dann kannst du mich ja das nächste Mal einladen. Du willst auch keine Brücken abbrechen. Na gut, versprichst du mir das? Na klar. Ich stimmte einfach so zu, weil ich dachte, dass sie es sowieso bald vergessen würde. Aber... Es sieht so aus, als würden wir heute pünktlich fertig werden. Also wie wäre es, wenn du dieses Versprechen heute einlöst? Ein paar Tage später kam Asahina auf mich zu und lud mich strahlend ein, mit ihr auszugehen. Es stellte sich heraus, dass eine ernsthafte Person wie Asahina ein Versprechen nicht auf die leichte Schulter nimmt. Die meisten Menschen würden es ausnutzen, wenn sie ihre erste Chance verpasst hätten. Was ist los, Asahina? Machst du heute pünktlich Feierabend? Boss.
Gut, lass uns heute Abend etwas trinken gehen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Eigentlich bin ich schon mit Echisen unterwegs. Das ist doch in Ordnung, oder nicht? Du kannst heute einfach früher nach Hause gehen. Er hätte auch vorschlagen können, dass wir drei zusammen gehen, aber die Tatsache, dass er mit dir allein sein will... Ich meine, ich habe es Asahina schon versprochen, also gehe ich auch. Echisen. Du, weißt du nicht, was es bedeutet, seinen Vorgesetzten zu gehorchen? Meinen Vorgesetzten gehorchen? Ich verstehe, dass es nötig ist, wenn es um die Arbeit geht, aber wir gehen nur etwas trinken. Boss, gehst du wirklich so weit, um Asahina allein zu erwischen? Was genau hast du vor? Nichts Schlimmes! Ist es nicht normal, dass ich mich meinen Untergebenen annähern will? Ist das der Grund, warum du mich immer wie ein Ärgernis behandelst und mich vertreibst? Ich arbeite auch unter dir, aber du willst nur mit dem Mädchen allein sein. Ich kann nicht anders, als Hintergedanken zu vermuten. Na, natürlich nicht! Hör auf, so zu reden, oder ich werde dich feuern! Er ist viel zu auffällig. Wenn das so ist, haben wir bereits vereinbart, dass wir heute zusammen gehen. Also kannst du bitte zur Seite gehen? Warum muss ich? Du bist auch seltsam. Vielleicht hast du es ja auch auf sie abgesehen. Er sagte auch. Nun ja, ich mag Asahina ja auch. Natürlich nur als ein respektiver Senior. Also gib es bitte auf. Oder magst du den Chef lieber als mich, Asahina? Da ich es bereits versprochen habe, werde ich mit Echisen gehen. Asahina, bist du sicher? Ist dir klar, in welcher Lage du dich befindest? Du erinnerst mich an etwas. Wenn du Asahina etwas antust, wäre das ein klarer Fall von Machtsmissbrauch. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Schließlich hat jeder diesen Austausch gesehen. Wenn du danach plötzlich eine Haltung gegenüber Asahina änderst, werden wir alle wissen, warum. Es gibt ja einige, die unter seinem Radar bleiben wollen, aber das bedeutet nicht, dass sich alle seiner Herrschaft vollständig unterworfen haben. Diejenigen im Büro, die gegen ihn sind, würden wahrscheinlich gerne dabei helfen, den Chef loszuwerden. Das werde ich nicht vergessen. Ich werde dafür sorgen, dass du bereust, was du gesagt hast. Wenn du das sagst. Verdammt, unterschätz mich nicht! Ich meine, du bist derjenige, der Sätze sagt, die sich anhören, als wären sie für einen Statisten auf einem Filmset geschrieben worden. Ich bin nicht einmal im Entferntesten eingeschüchtert. Echisen, bist du sicher, dass es okay ist, ihn so zu provozieren? Naja, es ist schon in Ordnung. Ich kann mir schon denken, was er tun wird. Das sollte kein Grund zur Sorge sein. Ich verstehe. Ich danke dir, Echisen. Dank dir wurde ich gerettet. Ich meine, ich habe nichts wirklich Großes getan. Aber die Tatsache, dass du dich einem Vorgesetzten so offen widersetzt hast, war unglaublich. Heute Abend gebe ich einen aus. Ach, das ist nicht nötig. Wenn ich das zulasse, spüre ich schon, wie die Leute um uns herum über mich urteilen. Warte mal, was meinst du damit? Wie wär's, wenn du mir das in der Mittagspause ausführlich erklärst? Ich passe. Die Mittagspause ist meine kostbare Zeit zum Durchatmen. Diese Zeit mit jemandem zu verbringen, ist ein hartes Nein für mich. Wenn ich sehe, wie sehr du dich bemühst, abzulehnen, bin ich verletzt. Ich entschuldige mich. Also, was du gerade gesagt hast. Welchen Teil? Du weißt schon, dass du mich magst. Hast du das ernst gemeint? Ach, das. Ich habe das nur gesagt, um dem Chef loszuwerden. Aber es war keine Lüge. Ich mag dich wirklich gern und respektiere dich als meinen Vorgesetzten in der Firma. Asahina? Ich denke, du solltest mehr Verantwortung für das übernehmen, was du gesagt hast. Ha? Warum wirst du so wütend? Ich bin nicht. Habe ich einen wunden Punkt getroffen? Aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Am Ende hat sie sich nicht mehr gefreut und ich habe mich gefragt, was ihre Reaktion ausgelöst hat. Mann, dieser alte Sack ist so ein Perverser. Er fasst mich einfach an, als wäre das normal. In der Bar nach Feierabend beschwerte sich eine leichte betrunkene Asahina lautstark über den Chef. Sie hat ihre Frustration offenbar die ganze Zeit über unterdrückt. Du könntest deine Probleme zu jemandem bringen, der über ihm steht. Das möchte ich auch, aber ich habe keine Beweise. Beweise, Tut mir leid, dass ich so viel gejammert habe. Lass uns über etwas Fröhlicheres reden. Das macht mir gar nichts aus. Es muss schwer für dich sein, zwischen einem Stein und einem harten Ort zu sitzen. Ich habe ein offenes Ohr für dich, wenn du es mir sagen willst. Was ist los? Das habe ich nicht von dir erwartet. Du bist eigentlich ziemlich gesprächig, wenn es nicht um die Arbeit geht. Ich glaube, ich kann viel reden, wenn es nötig ist. Hast du nicht gerade gesehen, wie ich den Chef provoziert habe? Nein, das ist es nicht. Ich bin überrascht, dass du tatsächlich gut im Smalltalk bist. Du schreist immer eine Sprich-nicht-mit-mir-Aura aus, wenn wir bei der Arbeit sind. Das war nicht meine Absicht, aber ich kann verstehen, dass mein Verhalten so rüberkommen konnte. Ich habe mich ganz normal verhalten. Es ist ja nicht so, dass du den Job hast, oder? Das kam aus heiterem Himmel. Wie kommst du darauf?
Das kann ich dir sagen. Du siehst immer so aus, als hättest du Spaß, wenn du programmierst. Vielleicht ist es dir auch nicht aufgefallen, aber ich habe dir ab und zu mehr Arbeit zugeteilt und du hast sie immer pünktlich erledigt. Es gab Zeiten, in denen ich plötzlich viel mehr Arbeit als sonst bekam. Aber ich dachte, das läge daran, dass sie selbst nicht damit umgehen konnte. Es stellte sich aber heraus, dass sie mich nur aushorchen wollte. Sie ist ziemlich gerissen, obwohl sie nur so naiv aussieht. Sie weiß, dass ich misstrauisch werde und mich nicht mehr anstrenge, wenn sie mir ständig zusätzliche Arbeit gibt. Deshalb macht sie das nur gelegentlich. Wirklich heimtückisch. Wenn du willst, kann ich andere mit der Vorbereitung der Dokumente und dem Design beauftragen, damit du dich auf die Programmierung konzentrieren kannst. Vielleicht steigert das deine Effizienz. Und das Wichtigste, es wäre toll, wenn du motivierter wärst als jetzt. Würde es die Leute stören, die immer wieder die Unterlagen und das Design übernehmen müssen? Was ist, wenn sie Beschwerden gegen dich einreichen? So schlimm wird es nicht sein. In unserer Abteilung gibt es Leute, die sich nicht mit der Programmierung befassen wollen. Auch wenn wir Systemingenieure sind? So sind die Dinge nun mal. Manche Leute haben zu viel Angst vor möglichen Pannen bei der Umsetzung. Du solltest also drüber nachdenken. Ah, aber gut. Die Dokumente und so sind nicht der Grund, warum ich keine Motivation habe. Wirklich? Obwohl ich es mehr als alles andere verabscheue. Hey! Die Sache ist die, dass bei meinem letzten Job viel passiert ist. Ist es okay, wenn ich frage? Es ist nichts Großes, aber es ist auch nichts, worüber ich wirklich reden möchte. Aha, dann erzähl es mir, wenn du Lust dazu hast. Sie drängt nicht auf mehr. Asahina ist wahrscheinlich eine Expertin darin, Menschen zum Reden zu bringen. Vielleicht, weil sie nach außen hin so sympathisch wirkt, ist es gar nicht so schwer, mit ihr zu reden. Im Gegenteil, man kann so leicht mit ihr reden, dass ich am liebsten alles ausplaudern würde, bevor ich es merke. Danach unterhalten wir uns einfach weiter, während wir aßen und tranken. Das war der größte Spaß, den ich seit langem hatte. Ein paar Tage später... Hä? Du willst, dass wir dir helfen, weil die Frist für das Projekt bald abläuft? Ja, genau. Die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens hängt davon ab, ob wir es rechtzeitig fertigstellen können. Ich zähle auf dich. Aber wir haben auch unsere eigenen Fristen. Ich bin sicher, dass du dir etwas einfallen lassen kannst. Siehst du, der eine Typ sieht wirklich frei aus. Hä? Das ist nichts, was eine einzelne Person allein schaffen kann. Trotzdem haben wir keine andere Wahl. Wir müssen den Termin um jeden Preis einhalten. Nun, das überlasse ich dir. Sir! Ich hatte ihn schon gewarnt, aber dass er das immer noch im Ärmel hat. Er ist so ein Mistkerl. Was sollen wir tun? Wir können ja nicht einfach unsere eigenen Projekte loslassen. Normalerweise sollen wir die Projekte mit den kürzesten Fristen priorisieren. Nach diesem Prinzip muss das Projekt, das der Chef gerade übergeben hat, an erster Stelle stehen. Wenn wir das tun, hat das erhebliche Auswirkungen auf unsere eigenen Projekte. Asahina, kann ich dich kurz sprechen? Echisen? Können wir das tun, was du vorhin gesagt hast? Ich soll die gesamte Programmierung für dieses Projekt übernehmen? Solange ich das Software-Design habe, kann ich mich um den Rest kümmern. Hä? Aber wir haben nicht genug Arbeitskräfte. Das ist schon in Ordnung. Lass mich erst einmal meine aktuelle Arbeit abschließen. Kannst du mir dann alle Projekte geben, die von den anderen noch nicht angefangen wurden? Verstanden. Dann überlasse ich es dir. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir den Termin bestimmt nicht. Also muss ich mir sowieso etwas einfallen lassen. Wenn du sagst, dass du es schaffst, vertraue ich dir. Vielen Dank. Nach dem Gespräch machte ich mich sofort wieder an die Arbeit. Und dann? Auf keinen Fall! Was ist mit dieser Geschwindigkeit? Ist das wirklich Programmieren? Wer tippt die Codes ein, ohne sie nachzuschlagen? Du meinst, die ganzen Funktionen und alles andere kommt aus seinem Kopf? Ich habe mir alle wichtigen Programmiersprachen gemerkt. Monster! So etwas macht ein Mensch nicht! Wer genau bist du eigentlich? Es gibt keinen Grund, überzureagieren. Es ist nur so, dass Programmieren mein Hobby ist, seit ich ein Kind war. Ich meine, weil ich keine Freunde hatte, war Programmieren alles, was ich früher gemacht habe. Da ich nicht in der Lage war, über meine traurigen Umstände zu sprechen, landete ich in meinem jetzigen Beruf. Und dann habe ich die Systemimplementierungen übernommen, die auch andere gemacht haben. Was? Anstatt den Abgabetermin zu verpassen, hast du es geschafft, alle deine eigenen Projekte rechtzeitig fertigzustellen? Nach einer Woche war der Chef schockiert, als er unseren Statusbericht erhielt. Ja. Echisen hat alle Systeme mit unglaublicher Geschwindigkeit implementiert. Natürlich haben wir alle erforderlichen Tests sorgfältig durchlaufen lassen, einschließlich der Unit- und Leistungstests. Es gab überhaupt keine Probleme. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass dieser Nichtsnutz so etwas getan hat. Es liegt an dir, wie du das interpretierst, aber Tatsache ist, dass wir den Termin für das Projekt eingehalten haben und es geschafft haben, unser eigenes Projekt rechtzeitig fertigzustellen. Ich hoffe, du ignorierst unsere Bemühungen nicht. Und bitte, es gibt noch etwas, das ich gerne besprechen würde. Was ist es? Ich habe Aufnahmen davon, wie du die weiblichen Angestellten hier belästigst. Was? Warum hast du?
Ich habe in den letzten Monaten so viel gefilmt und aufgenommen, wie ich konnte. Ich habe das alles gestern an die Personalabteilung geschickt. Was ich meine ist, dass sie bereits hier sind. Ahem, stört es dich, wenn ich mich einmische? Nein, natürlich nicht. Ich werde es Ihnen überlassen, Sir. Präsident, warum bist du hier? Ich habe von der Personalabteilung gehört, was du getan hast und wollte dich daher persönlich sprechen. Sir, lassen Sie sich nicht von ihm austricksen. Er ist ein nutzloser Mitarbeiter, der nichts beiträgt, nur weil er ein paar Sachen über mich erfunden hat. Mach dir keine Sorgen. Ich mag alt sein, aber meine Augen sind noch scharf. Präsident! Ich weiß, dass nichts davon erfunden ist und dass du all diese schrecklichen Dinge wirklich getan hast. Er hat mir auch gesagt, warum er nur die Aufgaben macht, die man ihm gibt und warum er so wenig begeistert davon ist. Er hat versprochen, von nun an sein Bestes in der Firma zu geben und er hat mir bewiesen, wie effizient er sein kann. Verglichen mit jemandem, der seine Position ausnutzt und seine Macht missbraucht, sollten wir die Anwesenden fragen, wen sie vorziehen. In diesem Sinne fragte der Präsident alle Anwesenden, wer ihrer Meinung nach für das Unternehmen wichtiger sei, ich oder der Abteilungsleiter. Alle haben mich ihm vorgezogen. Es gab welche, die nur auf seiner Seite waren, weil sie Angst vor dem hatten, was er tun würde. Aber jetzt, wo hier jemand Mächtigeres steht, können sie endlich ehrlich sein. Danach wurde der Abteilungsleiter vom Präsidenten abgeführt. Die Einzelheiten werden wir wahrscheinlich später erfahren. Aber wenn ich daran denke, dass er von jemandem befragt wird, der so furchterregend ist wie der Präsident, habe ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Schließlich war auch ich ziemlich nervös, als ich ihm alles erzählen musste, was ich bis jetzt getan hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Präsidenten mit einbeziehst. Wann hast du das alles gemacht? Als der Chef uns das Projekt aufgedrängt hat. Die Tatsache, dass er uns auch nach meiner Warnung weiter schikaniert hat, konnte ich nicht einfach so stehen lassen. Ich verstehe. Und? Du hast dem Präsidenten alles erzählt. Aber ich, dein direkter Vorgesetzter, weiß immer noch nichts darüber, warum du keine Lust auf die Arbeit hast. Ach, wie ich schon sagte, es ist nichts Großes. In meiner vorherigen Firma habe ich meine Arbeit ziemlich ernst genommen, aber je härter ich gearbeitet habe, desto mehr Aufträge habe ich bekommen. Trotzdem war meine Mitarbeiterbewertung nicht wirklich anders als die meiner Kollegen. Also dachte ich, dass es besser ist, von meinen Vorgesetzten gemocht zu werden, auch wenn ich nicht so viel gearbeitet habe. Das ist auch besser für meine Beurteilung. Deshalb habe ich wie ein Idiot aufgehört, meine Arbeit ernst zu nehmen. Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich dir eine faire Bewertung gegeben. Ja, das bezweifle ich nicht bei jemandem, der so ernsthaft ist wie du. Wenn du wirklich so gut bist, wie du sagst, verspreche ich dir, dass du eine Bewertung bekommst, die deiner würdig ist, sagte der Präsident. Der Präsident sieht furchterregend aus. Aber eigentlich ist er ein guter Kerl, oder? Ich weiß, oder? Also, wirst du von jetzt an die Arbeit ernster nehmen? Ich habe ein Versprechen gegeben. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und entspannen. Nachdem ich erklärt habe, dass ich ihm meine wahren Fähigkeiten zeigen werde, was würde das aus mir machen? Wenn das so ist, gehst du dann mit mir aus? Na, natürlich. Warte, was hast du gesagt? Wie du unserem Abteilungsleiter direkt ins Gesicht gesagt hast, dass du so hart daran arbeitest, dass wir die Fristen einhalten, fand ich echt cool. Ich glaube, ich bin in dich verknallt. Hä? Willst du nicht? Klar, okay. Erstaunt darüber, wie süß sie mich ansah, stimmte ich zu, bevor ich es merkte. Wirklich? Ja, klar. Naja, ich fand dich schon immer ziemlich süß, Asahina. So ist das also. Also ist es wohl ein Fall von gegenseitiger Liebe, oder? So weit würde ich nicht gehen. Aber naja, ich kann ja nicht ihre Seifenblase platzen lassen. Was danach geschah... Da wir jetzt zusammen sind, ist es besser, wenn wir zusammen sitzen, oder? Auch wenn das bedeutete, dass wir uns praktisch vor allen im Büro entblößen, setzte sich Ariso ohne zu zögern neben mich. Ich habe es erst im Nachhinein herausgefunden, aber Ariso ist anscheinend sehr beliebt bei den männlichen Angestellten. Die Tatsache, dass ich mit ihr ausging, machte mich zu einer Zielscheibe für ihre Verachtung. Um mich nicht bei meinem Liebesleben zu verlieren, habe ich härter gearbeitet als jemals zuvor in meiner Firma. Das kann nicht sein. Vielleicht ist Ariso mit diesem Ziel neben mich gezogen.